Am Anfang dieser Begegnung gingen die ECE Bulls gleich einmal 3:0 in Führung. Danach stellten sich die Niederösterreicher immer besser auf das Spiel der Brucker ein und hielten die Partie weitgehend offen. Schwachpunkt der Bulls in dieser Phase war eindeutig eine schlechte Abwehrleistung. Bis zur Pause erholten sich die Bullen etwas und gingen mit einer knappen 19:17 Führung in die Pause. Bei den Bruckern war man mit der gezeigten Leistung aber nicht gerade zufrieden. Muss ich sagen, mit der Leistung ich bin ich nicht ganz zufrieden. Von anderer Seite muss ich auch sagen, dass wir heute mit dem 7, sag mal, Feldspieler gespielt und das hat sie vermerkt beim Spiel. Mit der Abwehr ich bin teilweise nur zufrieden. Wir sollen so schon verbessern für das nächste Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Bruck immer wieder mit 3 Toren in Führung. Und der Vorsprung konnte bis zur 45. Minute auf 27:22 ausgebaut werden. Kurz vor Schluss drehte sich das Spiel noch einmal zugunsten der Gäste. Bruck machte wieder viele Eigenfehler und ließ die Vöslauer auf 3 Tore herankommen. Alexander Fritz fixierte aber mit seinem 9. Tor in diesem Spiel den Endstand von 31:27 und wurde auch zum Spieler des Abends gekürt. Und war natürlich mit seiner Leistung zufrieden. Ja, ich meine, meine Leistung war heute wirklich gut, muss ich sagen. Ich habe noch einen Fehlwurf gehabt oder so, aber es tut mir jetzt selber mal gut, dass ich wieder mal gespielt habe, so viel gespielt habe und dann, dass mir auch viel aufgeht. Das freut mich schon. Damit behielten die Brucker ihre weiße Weste und liegen nun mit 4 Punkten Vorsprung auf Ferlach auf Platz 1 in der Tabelle. Ja, logisch, dass wir mit den Punkten und erster Platz, wir sind sehr zufrieden, aber muss man auch wissen, das ist nur. Wie gesagt, muss man am Ende Erster sein, nicht jetzt im November. Jetzt ist schon okay, schon gut, aber ein System in Österreich ist so, dass Spiel im November zählt nicht wie im Mai und deswegen muss man im Mai die richtige Mannschaft sein. Also heißt es noch warten bis Mai, ob der Aufstieg in die höchste Spielklasse gelingt. In der jetzigen Form scheint dies aber nur Formsache zu sein.